Die Bischöfe Boliviens haben in einer öffentlichen Erklärung betont, dass die konstanten verbalen Angriffe von Mitgliedern der Regierung gegen den Papst, gegen Kardinal Julio Terrazas und andere Bischöfe der katholischen Kirche ungerechtfertigt sind. Die Botschaft wurde vom Sekretär der bolivianischen Bischofskonferenz, Monsignore Jesus Juarez Paraga, Bischof von El Alto, im Namen aller Bischöfe des Landes unterschrieben. Die Bischöfe antworteten damit auf die Kritiken der letzten Tage von Seiten der Abgeordneten der sozialistischen Partei MAS und von Mitgliedern der Regierung von Evo Morales, die laut wurden, nachdem Kardinal Terrazas Ende November eine Predigt gehalten hatte, in dem er seine Sorgen über den Drogenhandel Ausdruck gegeben hatte. In der Predigt hatte Erzbischof von Santa Cruz bekräftigt, dass eine besondere Anstrengung notwendig sei, damit Bolivien nicht das Zentrum des Drogenhandels werde. Denn mit dem Drogenhandel kommen Kriminalität und das Böse ins Land und damit die Zerstörung jeder Perspektive auf eine Verbesserung unserer Lage. Die Predigt löste heftige Reaktionen von Teilen der bolivianischen Regierung aus, die am 1. Dezember eine Botschaft an die Kirche schickte, keine Politik zu betreiben, sondern sich lediglich um die Gläubigen zu kümmern. In einer Nachricht vom 9. Dezember äußerten die Bischöfe ihre Solidarität und Unterstützung für Kardinal Julio Terrazas und betonten, dass seine Botschaft unwiderlegbar, großzügig und prophetisch in den Dienst am Volk Gottes gestellt sei. Sie nannten verbale Angriffe gegen den Papst einiger der Parteifunktionäre respektlos und nah an einer Beleidigung. Die Bischöfe erinnerten außerdem daran, dass die Kirche nie zugunsten oder gegen ein politisches Regime oder ein anderes sei. Sie äußere sich, um den Gläubigen das Evangelium zu lehren und folge ihrer Aufgabe, die Gott ihr gegeben habe, das Volk Gottes zur Wahrheit zu führen und zu erleuchten. Die Armut, die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit, die Auswanderung, die Pflege der Gerechtigkeit, die juristische Sicherheit für die Bürger, Gewalt, Drogenhandel, Bildung, verwaiste Kinder, dies sind alles wirklich drängende Probleme, die alle von uns betreffen, besonders diejenigen in der Gesellschaft, die in Regierungspositionen sind. Die Bischöfe schlossen mit dem Appell, dass alle Katholiken ihre Einheit im Glauben bewahren sollen und ermutigten jeden Menschen in der Adventszeit zu Wahrheit und Reflexion zu kommen, damit unsere Probleme durch Dialog, durch Respekt und Vergebung gelöst werden können. Respondamos, enséñanos a compartir el pan.